Und die Bayern in Rot mit der Wiener Formation sozusagen zur Wiedergutmachung. Allerdings eine Europapokalniederlage kann man nicht wiedergutmachen, auch dann nicht, wenn man deutscher Meister wird. Präzisionsfußball der Münchner von Beginn an im Homburger Waldstadion vor 18.000 Fans. Die Spieler, so die Vereinsführung, seien sehr deprimiert angereist. Die Presse und natürlich auch die Niederlage habe die Mannschaft doch sehr geschockt. Nachtwahl. Und Dieter Hoeneß, gegen den Thomas Dooley spielte der Homburger Kapitän, der wieder genesen ist. Die Bayern mit den druckvolleren Aktionen in der Anfangsphase. Und mit der ersten Möglichkeit. Rummenigge, Achtung. Und Klaus Scherer, der Homburger Schlussmann. Michael Rummenigge, sozusagen der treibende Akteur in den ersten 10 Minuten im Homburger Waldstadion. Sicherheit, Präzision. Und Eder. Die Homburger mit gelegentlichen Kontern nach vorne. Hier Uwe Freiler. Der muss zunächst einmal warten. Der Querpass auf Horst Ehrmantraut, linker Außenverteidiger. Und er wagt es mal gegen Jean-Marie Pfaff und hätte fast Erfolg gehabt. Und dann, was macht hier Wolfgang Schäfer? Nach diesem Rückpass von Uwe Freiler, das hätte eigentlich die Führung für die Gastgeber sein müssen. Dann wieder die Bayern. Nachtwahl. Ein Libero mit Offensive. Hansi Flick. Und Horst Ehrmantraut, der in der Offensive und in der Defensive eine starke Partie abgeliefert hat. Eckball Bayern. Hoeneß. Und Rummenigge. Und noch einmal Rummenigge. Und das 0:1 im Homburger Waldstadion. Jubel beim Titelverteidiger. Das schauen wir uns noch einmal an, dieses Führungstor für die Bayern. Rehme beim Eckball, Dieter Hoeneß und dann Rummenigge. Ich glaube, im zweiten Nachfassen hat er dieses Tor gemacht. Schauen wir aus der anderen Perspektive uns den Treffer noch einmal an. Es könnte durchaus sein, dass er auch bereits zuvor die Linie überschritten hatte. Aber was soll's, 18 Minuten, 0:1 im Homburger Waldstadion. Die Bayern liegen in Front. Auf der Homburger Bank lange Gesichter. Interimstrainer Gerd Schwicker. Ansonsten Geschäftsführer, man wartet noch auf Uwe Klimaschewski. Die Reaktion der Homburger. Klaus Müller. Nach einem Pass von Knoll. Müller, der Mittelfeldspieler des Neuners. Und dann wieder die Bayern. Man vergaß es auch nicht, nach vorne zu spielen und hatte dann auch seine Möglichkeiten, wie hier durch Lothar Matthäus, den Kapitän. Die Homburger mit relativ viel Respekt vor dem deutschen Meister und dann Ludwig Kögel, der Europapokal-Torschütze. Achtung, aufgepasst. Zunächst spielt der 5 Homburger schwindlig und dann macht er sein Tor in der 32. Spielminute. Ein Klassetreffer, das muss man einfach so sagen. Da klebt der Ball am Fuß oder der Fuß am Ball. Zunächst lässt der Hendrich stehen, dann Wojcicki und dann ins lange Eck. Und ich glaube, da hatte Klaus Scherer, der Schlussmann der Homburger, keine Abwehrchance. Wie hat er das gemacht? Locker, ausgekugelt, eingelegt. Das 2:0 für die Bayern. Zweite Halbzeit. Und gleich die nächste Möglichkeit, nachdem die Homburger auf Abseits gespielt hatten. Rummenigge und auf der Linie rettet Kurt Knoll. Das hätte vielleicht die Entscheidung im Homburger Waldstadion sein können. Dann hätten die Bayern den Killerinstinkt im Waldstadion bewiesen. Rummenigge. Die Bayern-Fans feierten schon den deutschen Meister in Homburg. Und die Mannschaft wirkte auch sehr stark. Kögel. Und Klaus Scherer, der Homburger Schlussmann. Auch das natürlich eine Möglichkeit für die Gäste.
Aber dann wurde Hoppenburg plötzlich stärker. Klaus Müller. Noch hier das Ziel eigentlich nur ganz knapp verfehlt. Nun legten die Saarländer doch den Respekt vor den großen Namen, vor dem Europapokalfinalisten ab. Das Spiel wurde ausgeglichener. Wieder Klaus Müller. Schöner Pass auf Ehemann Draut. Und dann Müller noch einmal. Und der braucht nur noch einzunicken. Das Anschlusstor für die Homburger. Und dies in der 58. Spielminute. Für mich sah hier die Bayern-Abwehr nicht gut aus. Die Innenverteidigung und auch Jean-Marie Pfaff hätte vielleicht aus dem Tor gemusst, um diesen Treffer von Klaus Müller zu verhindern. Ansonsten möchte diesen Ball gerne noch ein bisschen behalten. Und nun spürten die 18.000 und auch die Akteure auf dem Rasen, dass da noch was zu machen war gegen die Bayern. Und noch einmal Klaus Müller aus der Drehung heraus. Da wäre ein Pass möglicherweise die richtigere Lösung gewesen. Das so nach einer Stunde. Hoffnung jetzt auch auf der Homburger Bank. Bunzel. Der kleine Pole wurde stärker. Er soll ja an einen anderen Verein transferiert werden. Zwei Bundesliga-Clubs haben ihr Interesse bekundet. Ob er nach Uerdingen geht, das steht noch nicht fest. Eckball Homburg. Kurt Knoll. Verlängert. Und wer ist da? Uwe Freiler. Der macht das 2:2 in der 67. Spielminute. Und schauen Sie mal den Jubel. Da kommt natürlich noch einmal Hoffnung auf bezüglich des Klassenerhalts bei den Homburgern. Noch einmal dieser Eckball von Gnoll. Auch hier die Bayernabwehr nicht gerade gut organisiert. Und das Tor von Freiler. Er ist erfolgreichster Schütze bei den Homburgern. Mit der Hacke hat er es gemacht und da wird natürlich ein bisschen Erinnerung wach an das Finale, an das Spiel gegen den FC Porto. Bayern, erste Halbzeit stark, Homburg, zweiter Durchgang stark. Und Gerd Schwickert, er feuerte seinen Mann immer wieder nach vorne, als wolle er sagen, die können wir packen. Thomas Duhli. Freiler. Und Wolfgang Schäfer, ein Rückpass auf Bunzel wäre hier besser gewesen. Allerdings konnte man in dieser Einstellung den kleinen Polen gar nicht erkennen. Die Reaktion der Bayern. Immer noch Präzisionsfußball. Rummenigge. Kögel. Hoeneß. Aufgepasst. Ja, die Bayern hatten auch noch ihre Chance. Das war nicht notwendig, diese Attacke. Und dafür gab es auch zu Recht die gelbe Karte an Klaus Müller. Udo Lattek. Er soll ja gesagt haben, dass er die Tage zählt. Diesen Tag auf der Homburger Bank kann er abhaken. Gerd Schwickert ist zweifelsohne ein erfolgreicher Mann, hat im Homburger Waldstadion noch nicht verloren. Und die Gastgeber, sie versuchten es nochmal in der Schlussphase. Stefan Jambo, zu schwach der Abschluss, kein Problem für Jean-Marie Pfaff. Bayern stark in der ersten Halbzeit, dann die Homburger. 2:2, das war das Ende. Fragen an den Bayern-Kapitän. Lothar Matthäus, 2:2, können Sie nur noch eine Halbzeit gut spielen? Ja, die letzten zwei Spiele hat man den Anschein. Vorher haben wir ganz sicher das Gegner bewiesen, dass wir auch über 90 Minuten guten Fußball spielen können. Aber zurzeit fühlen wir uns vielleicht zu sicher nach einem Vorsprung, wie am Mittwoch, wie heute. Und dann ist der Ausgleich die logische Konsequenz. Hamburg führt in Köln, also es ist nicht mit der 10. Meisterschaft, zumindest nicht heute. Ja, schade, dass heute noch nicht gelangt hätte. Es hätte auch beim Sieg noch nicht gelangt. Jetzt haben wir aber die Möglichkeit, beim nächsten Heimspiel gegen Uerdingen vielleicht alles klar zu machen. Wir hätten es natürlich heute gern geschafft, aber vielleicht war es doch noch zu früh. Wir warten noch eine Woche und ich hoffe, dass wir nächste Woche dann einen Grund haben zum Feiern. Vor dem Spiel hat man gesagt, Sie seien sehr deprimiert ins Homburger Waldstadion gekommen. Stimmt das?
Ja, ganz sicher. Ich kann mir vorstellen, dass bei uns allen der Schock vom Mittwoch noch sehr tief gesessen hat. Wir haben fest dran geglaubt an diesen Europacup-Sieg. Wir waren dicht davor gestanden, haben durch eigenes Verschulden diesen Europacup-Sieg verspielt und deswegen waren wir schon ziemlich niedergeschlagen. Also gefeiert wird zum Saisonfinale dann gegen Schalke, ne? Ja, hoffentlich. Also ich glaube auf jeden Fall dran. Ich sage, heute haben wir ganz sicher noch den Schock von Mittwoch im Gehirn gehabt, auch im Körper. Und ich hoffe, dass wir nächste Woche wieder über 90 Minuten ein gutes Spiel sehen von FC Bayern. Hat der Aufsteiger den Punkt heute verdient? Aufgrund der zweiten Halbzeit. Ja, die haben nicht aufgegeben, trotz des 2:0 Rückstandes und haben nach vorne gespielt und haben dann aufgrund ihrer kämpferischen Leistung den Punkt auf jeden Fall verdient gehabt. Besten Dank, Lothar Matthäus, damit zurück nach Köln zur Sportschau. Danke. Nach der Prügel, die Matthäus einstecken musste unter der Woche. Und alle wissen.